und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles mit den Abenteuern unserer Schildmaid. Ich würde sagen, bevor wir dann losrennen, erstmal wieder so ein kleines Recap. Was ist geschehen? Was habe ich ohne euch getan? Erstmal, ich habe so ein bisschen weiter hier mit den Pflanzen rumgespielt und das dauert eine Zeit. Ich habe jetzt hier mal ein Häuschen komplett so ringsherum erstmal mit dem Grünzeug gemacht. Und ich denke, wenn ich da so ein paar Fässer oder so vorstelle, dann wirkt das gleich schon ganz anders. Ein paar Blumenkästen oder so. Mal sehen. Dann habe ich hier hinten mal aus der Mod die Ziele und Übungspuppen aufgestellt. Da kann jetzt schon mal trainiert werden. Das ist mal so die ersten Schritte, die ich damit gemacht habe. Imia habe ich jetzt die Jebal-Maske aufgesetzt. Ich glaube, der ist im Allgemeinen nicht so ein netter Kerl. Weiß auch nicht. Bin da ein bisschen misstrauisch, dieser eine Mann mit den vielen Tänzerinnen. Ich weiß nicht. Vögelchen da, Vögelchen weg. Mein Vogel ist weg. Das hat mich jetzt schon hart getroffen. Tja, ganz näher, ne? Obwohl, ich habe noch gar nicht geguckt, ob die Tiger noch da sind. Der ist noch da. Was machen wir heute? Ja, wir haben die glücklicherweise ja gestern ein oder drei von den Tauchermasken bekommen. Das heißt, wir gehen jetzt schwimmen. Dafür schnappen wir uns natürlich wieder unsere beiden Ladies hier. Ah, reicht noch an Essen, oder? Ich könnte hier noch eben Neues geben. Hier sollte genug drin sein. Ne, ist nicht. Tu das mal da rein. Ich hab doch Argument hier. 1, 2. Weil ich habe eben die Wildschweine gemacht für die Herausforderung. Und auch die Katzen. So dass wir da jetzt nur noch die Steinnase offen haben. Aber ich war vorhin mal da, wo die Goldsteinnase ist. Oder ab und zu ist, die war leider nicht da. So, wir sind jetzt bis hier. Als nächstes kommt der Holzhackklotz. Den finde ich auch ziemlich gut. Den würde ich mir auch hinstellen wollen. So, genug gequatscht. Wir gehen los. Hatten wir da unten bei der Hexenkönigin, hatte ich nichts hingemacht, ne? Nee. Dann gehen wir wieder zur Piratenbucht. Und laufen das Stück darüber. Dann kann ich euch auch auf dem Weg dahin ganz wichtige Sachen erzählen. Die wahrscheinlich niemanden interessieren, aber ich will da trotzdem drüber erzählen. Mein Geschirrspüler war ja kaputt. Und ich konnte ihn nicht mehr reparieren. Dann habe ich dann wieder mal ein bisschen gesucht. Und habe dann einen schönen neuen Geschirrspüler gefunden. Habe ich mir ausgesucht. Und dann habe ich ihn auch irgendwann gefunden für 150 Euro reduziert. Und ich bin ja von den Features, die das Ding hat, mal ohne jetzt Marken zu nennen und so, echt begeistert. Also, Wahnsinn. Er hat schon oben extra so ein Besteckfach, wo man so Besteck reinlegen kann. Dann nochmal extra Düsen und Innenraumbeleuchtung. Die Tür öffnet sich von alleine, wenn er fertig ist und so. Voll gut. Voll gut. Aber der ist aus Edelstahl. Also nicht noch weiß angemalt oder so. Und die Kiste ist so scharfkantig. Macht man sich echt kein Bild. Beim Hochtragen habe ich unten drunter gefasst und habe mir sofort instant 3 Fingerkuppen aufgeschnitten.
Ich habe am rechten Mittelfinger habe ich alleine 3 Schnitte in der Fingerkuppe. Und dann war dann unten noch so ein Sockelblech mit dabei. Das konntest du kaum anfassen. So scharfkantig. Also wow. Das war jetzt mal so ein Negativerlebnis. Aber ansonsten, ich weiß noch nicht, wie sie spült, weil sie läuft gerade das erste Mal. Aber sie ist super leise und so. Jetzt hoffe ich nur, das Geschirr wird auch sauber. Das wäre von Vorteil. Würde meine Begeisterung dann auch vollkommen machen. So. Weg mit sinnlosen Informationen überbrückt. Weiter geht's. Kawabonga. Da sind wir. Hoch. Und nicht das, ne, wahrscheinlich. Ich bin mal wieder wahrscheinlich in einem anderen Spiel. Aber hier waren doch auch noch Sachen, oder? Irgendwo. Nicht, dass das wichtig wäre. Tarzan ist tot. Das kann ich gebrauchen. Tafel von der Keto. Oder? Hier haben wir auch noch irgendwo was da. Nee. Wo sind denn wieder? Die Axt, ne? Alte demurische Axt, ja. Was haben wir denn hier gekriegt? Freudenhaus von der Keto. Freudenhaus. Also, da gibt's Freude, nehme ich mal an. Den kann ich zerlegen. Oder was gibt's da sonst? Ein Fisch. Cool. Noch ein Fisch. Ja, ich habe den Panther mitgenommen. Geronimo. So. Dann wechseln wir mal wieder. Oder was heißt mal wieder? Das coole Helmchen hier. Wo war denn jetzt der erste? Da, ne? Okay. Jetzt sehen wir da jedes Mal die Frage, sind die Begleiter da oder nicht? Spät, aber Stunde
Abstoßzeremonie. So. Limoanisches Schwert und Schild. Ist hier noch was? Nee. Vielleicht kommen noch die Fischtypis, ne? Ich guck mich nochmal um. Ich mag die Geräusche. Gehen wir es da rein. Ich finde die Geräusche gerade sehr entspannt. Da ist Fisch. Oh, ich habe noch mehr zu erzählen. Keiner wissen will. Moment, geht gleich los. Unnützes Wissen Teil 2. Oder... nicht gefragt, nach nicht gefragten Informationen. Mein Tränenkanal am linken Auge ist verstopft. Ja. Das ist nicht schön. Das tut aua. Weg. 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 So, die Schuppen nehmen wir mit. Limoanischer Dreizack. Nicht, dass ich das irgendwann bauen würde, aber... kennt man ja, ne? Wissensmacht. Und nix wissen macht auch nix, oder wie war das? So, dann gehen wir einmal da runter. So, jetzt habe ich euch auch alle Informationen, die ihr nicht wissen wolltet, mitgeteilt. Mir geht's jetzt besser. Schön. Hallo? Was macht ihr hier? Seid ihr... hoch? Was ist das? Seid ihr Fischanbeter? Warte, dicker Fisch, komm gleich zu dir. Zackenbarsch. Seewolf. Ein Gorilla. Ichi. Warum hat Fischi den Vogel? Haben wir den schon? Wir haben Schuhschnabel, aber haben wir so grün? Weiß ich jetzt nicht. Gib mir deine Schuppe. So, was habe ich noch? Gammelfleisch ist okay. Da kann man so mit vollballern. Nein, nicht die guten Äxte. So, Dagons Odem. Komische Fischis. Kriege ich aus denen eigentlich auch? Oh. Von denen kriege ich auch Schuppen. Ich weiß, kann ich Blut ausmachen? Will ich aber nicht. Will ich einfach nicht.
Ist das schon der letzte? Nee. Oh, 1, 2, 3, 4 kommen noch. 7? 7, ja. Nochmal dickes Fischi. Ja, sag mal. Du könntest dich ruhig mal ein bisschen beeindruckt davon zeigen, wenn ich dich haue. War mal ein reicher Fisch, hein? Also, jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir reich. Okay, wo ist denn hier was zu lesen? Gibt's ja nichts. Ja, gut. Ein bisschen Menschenfleisch kann ich erwarten. Aber ist hier nichts zu lesen? Ich glaube nicht. Und wenn doch, dann... Ja. Da sind wir drin gewesen. Jetzt geht's nach unten. Machen wir erst den hier, oder? Ja, würde ich sagen. War hier nicht das Gift, ja? Wen haben wir hier? Noch dickes Fisch. Ach, da kommen die komischen Würmer da, ne? Hm. Oh, ist das unangenehm. Ich glaube, wir kommen immer noch, ne? Oder? Ja. Kriegt er mir den raus? Oh, Funzigkrähen. Greif den an. Kommen da noch mehr?
Komm, wir leveln jetzt unsere Begleiter hier auf 20. Drei Stunden später. Ja, ich gehe jetzt hier raus. Sobald sich eine Gelegenheit ergibt. Okay, komm raus. Dann sind wir in einer Stunde noch hier. Ich bin ja hier. Naja. Ich hab da schon Ausdauer, wenn ich so was mache. Ja, vorletzte. Nur wertvolle Sachen. Wisst ihr ja. Bei uns wird kein Müll gelootet. Niemals. Schon wieder einen hässlichen Fisch. Den wollten wir ausstopfen. Was? Nein, natürlich nicht. Der Hässlon. Aloe-Extrakt, okay. Okay, okay. Aber bisher waren meine Begleiter immer dabei. So wie auch das erste Mal. Ich bin ja schon froh, dass man hier nicht von den Muränen oder so angegriffen wird. Ah, ich erinnere mich so ein bisschen. Mussten wir rechts oder links landen? Das Beste ist, wenn wir die befreien, die greifen uns ja an, ne? Wir brauchen ja sowieso die Fischmänner. So, was hast du dabei? Wir können die ruhig rauslassen. Die haben ja vielleicht ein bisschen Loot. Teppiche vielleicht. Kommt ihr klar, Mädels? Ja, aber Kopf hat man noch nicht. Warum gibt ein bisschen Leder? Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, Fisch. Hallo. Was? Ich will die nicht reparieren. So, ist hier auch noch was drin? Los, geh wieder auf. Hey. Weiter geht's. Komm, Klaus, weiter. Fanny, wer sperrt denn bitte Gefangene ein und lässt denn ihre Waffen? Das können doch nur doofe Fische sein, ne?
Alles looten geht jetzt schneller. Nur deswegen mache ich das. Konnten wir hier die Dinger nicht auch kaputt haben? Ne. Wie komme ich denn an die dran? Glaube, demnächst wird in jedem unserer Häuser irgendein ausgestopfter Fisch hängen. Hier war aber noch irgendwas, oder? Irgendwas gab es hier doch noch. Waren es die Eier? Ein Würmchen? So, weiter geht's. Leuchtstab. Wie lieb. Au. Doppelschwung ist schon eine geile Erfindung, oder? Blöd, dass ich den nicht habe. Aua. Hier sind nicht mehr Truhen. Voll blöd. Tatsächlich heilen. Mädels, da drüben ist die Action. Wo sind denn die Dicken? Ach, da hinten. Ich dachte, hier wären noch zwei gewesen. Kotzen. Haben die nicht irgendwie... Ich weiß nicht mehr, aber hatten die nicht irgendwie so ein... gepupst oder sich übergeben? Oder wie nicht mehr genug Platz? Was? Was? Was soll das? Was soll das? Kann doch nicht mehr... Ich hab doch... Nein. Sagt er mir nicht genug Platz? Was ist das denn? Ich habe doch kaum was eingesammelt. Coole Leuchte. Das ist ein Schatz, ne? Ja. Naja, zur Not kann ich ja gleich noch ein bisschen umsortieren.
So, das ist jetzt sie noch und ich glaube ein paar Bogenschützen oder so. Da ist er weg, der Riesenfisch. Jo, was hast du denn Schönes? Nehme ich. Brauche ich nicht. Na toll. Kleinen Moment mal bitte. Musste mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ja, weg. Oh, schöner Schild. Gammelfleisch. Ja. Nicht auch weg. Ein bisschen was von weg tun. Ein bisschen. Holzschild wollte ich. Hoch. So. Wir können. Tut mir leid. Ich will euch doch gar nicht quälen. Kann ich das schon? Nein. So. Okay, habe ich schon. Gut. Und dann die weg. Bekomme ich von der Lady noch irgendwas? Tierwort. Schmeiß mal wieder weg. Ey! Achso, ich dachte gerade, die Fischis werden weg. So. Dann noch einmal gucken. Noch irgendwas zu lesen, einzusammeln ist. Ich glaube aber nicht. Aber, wie uns die Erfahrung gelehrt hat, bedeutet das gar nichts. Den hatte ich, ne? Ja. Ne, dann gibt es nur die Dolche. Alles klar. Dann sind wir durch, ne? Moment, muss ich durch das Wasser? Gott, wenn ich schon nicht mehr hier war. Geht's hier raus? Nö. Geht's denn hier raus? Da nicht? Da nicht, oder? Hä? Oder ging's hier raus? Kann ich hier was anklicken? Nee. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Mein Klettern ist ja nicht. Hä? Hilfe! Ich hätte die Folge einfach beenden sollen. Sagen, ich reiß jetzt Odrich zurück und tschüss. Jetzt weiß ich nicht, wie ich hier rauskomme. What the... Was hier bist du heute mal wieder? Kann es sein, dass du dumm bist? Dumm ist nur, wer Dummes sagt.
Gut. Muss man wieder Forrest Gump gucken. Hallo? Jetzt war ohne Flachs. Waren hier nicht dann so Portale? Was habe ich vergessen? Was habe ich nicht getan? Wenn er schon so leuchtet hat, hat doch bestimmt irgendwas zu bedeuten. Ja gut, wir wissen mal wieder, ich weiß nicht, was ich tue. Und ich habe keinen Schimmer, wie ich hier rauskomme. Also wenn ich mich nicht irre, so ganz in meiner Erinnerung ist ja schon ein bisschen weit her, dass wir hier waren. Ging man nicht hier durch so ein Portal und war dann wieder beim Paddelbötchen? Ich glaube schon. Aber ich denke, ihr werdet es mir sagen. Ja. Ich beende die Folge dann mal hier an der Stelle. Ich werde mich jetzt hier raus teleportieren, weil ich gerade keinen Schimmer habe, wie ich hier wegkomme. Und dann, wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.